Willkommen zurück zu unserer Reihe zu Gast bei Lisa Röckner. Wir haben schon eine Menge über Lisa erfahren dürfen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sie mit den Pferden arbeitet. Sie macht sehr viel Bodenarbeit und anscheinend spielt das Alter dabei gar keine Rolle. Ja, das ist mein kleines Baby sozusagen, das ist jetzt ein Jahr, das ist Gentleman Jack, ein Gentleman Malord Pizzi Nachkommen und den habe ich jetzt seit einem halben Jahr und das ist für mich auch das erste Fohlenprojekt. Er will am liebsten diese Gärtner in den Mund nehmen, ich lasse ihn jetzt einfach mal. Er ist total frech verspielt, aber ja auch sehr ehrgeizig und er weiß eigentlich genau, was er will und ich versuche das ganze Temperament mal so ein bisschen unter einen Hut zu bekommen und ihn auch auszubilden in der Bodenarbeit. Hey Jack! Jack möchte dich gerne treiben jetzt, Lara. Okay, los geht's! Ja. Jetzt hast du schon gesagt, er ist ein Jahr alt. Wann kann ich denn mit Bodenarbeit anfangen? Das war für mich ja auch ganz neu. Ne? Also ich habe ihn ja jetzt mit einem halben Jahr als Absetzer ganz normal bekommen und habe halt zugesehen, dass ich ihn nicht in die Hengstherde packe, sondern dass er halt hier bei uns steht, mit einem anderen Absetzer auch zusammen. Und ich habe halt jetzt mit einem halben Jahr angefangen. Es ist vielleicht einmal die Woche 10 Minuten. Also man muss immer bedenken, junge Pferde haben natürlich noch längst nicht so ein hohes Konzentrationsvermögen wie ältere Pferde. Wir nehmen den Diemer doch raus. Na ja. Jack. Ja. Und es ist halt... Schmeckt! Also frech ist er auf jeden Fall. Ich glaube, die ist voll kaputt. Jack, würdest du den Garten bitte loslassen? Jack, bitte. Danke. Okay, also er beißt vielleicht halt auch gerne überall rein, wie man sieht. Das haben wir eigentlich gut im Griff, aber jetzt auf der Wiese ist das natürlich verlockend. Ne? Also man kann mit einem jungen Pferd natürlich schon was machen, man muss einfach gucken, wie lange. Ne? Also wenn man jetzt einmal die Woche 10 Minuten macht, dann sind die kopfmäßig wahrscheinlich ausgelastet. Mittlerweile mache ich auch 2 oder 3 Mal die Woche was mit ihm, aber man darf immer halt nicht vergessen, die Zeit rennt schnell und man muss auch schnell wieder aufhören und das Ganze sehr spielerisch angehen. Also ich entwickle ja auch jetzt hier erstmal für mich das erste Konzept, das wieder mit einem Fohlen auch zu machen. Das kannte ich ja vorher auch noch nicht und ich war ganz verwundert eigentlich auch, wie schnell die trotzdem lernen. Das sind ja eigentlich Babys noch. Und trotzdem auch, wie die das Lob annehmen, wie die auch abkauen und schnauben, also genau diese Rückmeldungen mir geben wie ein Großpferd und, oder ein erwachsenes Pferd oder ein Pony. Und das ist für mich total Neuland und ich genieße dieses Experiment. Was ist denn das allererste, was er von dir gelernt hat? Das allererste, ich konnte ihn natürlich gar nicht führen, er war ja nur bei Mama, ist er mitgelaufen, dann haben wir ihn abgeholt, dann ist er erstmal Hänger gefahren. Wir haben jetzt als allererstes das Führen eben gemacht, das Angehen und das Halten. Das sind so die ersten Basics, die er lernt. Mittlerweile kann er es auch, zumindest auf dem Sandplatz, das ist einfacher als auf dem Gras, dann im Trab und auch im Galopp, dass er dann mal Gas gibt. Bei mir aber bleibt, auf beiden Händen wird er geführt, dann sich nach außen drehen oder um mich drum drehen, die Kruppe herein. Solche Sachen macht er schon. Und natürlich Fohlen-ABC, Hufe auskratzen, überall anfassen. Er hatte auch schon ein Pad drauf liegen, Schabracke drauf, also so ein Gedöns, aber alles spielerisch halt. Mega cool. Also ich glaube, aus dem wird auch noch ein kleiner Star hier. Ich hoffe es. Entweder am Springen oder in der Show. Das wäre toll. Was hast du denn vor, wenn du jetzt so in die Zukunft blicken könntest? Also wenn ich es mir wünschen würde, dann hätte ich schon Lust, wieder mehr im Springsport Fuß zu fassen. Also wirklich auch mit ihm ein bisschen höher hinaus zu springen sozusagen. Kann man aber nie vorhersehen. Ne? Von der Abstammung her und so ist es alles, das hat mal ganz gute Grundstein gelegt. Aber was jetzt wirklich dabei rauskommt, weiß ich natürlich nicht. Das ist halt beim Fohlenkauf immer die Überraschung. Und Show wäre natürlich auch grandios. Aber ich lasse da mal die Wege noch ein bisschen offen stehen. Okay, dann lassen wir das Baby jetzt mal in Ruhe und dann gucken wir mal gehen wir mal zu deinem richtigen Star, zu Valu. Oh ja, Lisa, gibt es denn auch was, was du mir vielleicht beibringen könntest zusammen mit Valu? Was du mal machen könntest, das mag er nämlich immer am Ende total gerne, ist das Hinlegen. Ah, also, ja. Dass er sich hinlegt. Dafür musst du, also weil wichtig beim Hinlegen ist, dass du, also Pferde haben eine Seite, auf die dir liegen. Bei ihm ist es immer so, dass es die linke Seite ist, deswegen stehe ich links von ihm. Ich mache es jetzt nicht vor, weil er weiß, was es ist, mit der Gerte eigentlich nur auf den Boden tippen. Ja. Oder eben hier unter dem Vorderfußwurzelgelenk.
Und dann sagst du ablegen dabei. Okay. Aber meistens macht er das schon. Und dann gucken wir mal, er darf sich halt nicht wälzen, das ist wichtig. Und wir halten uns immer auf dieser Seite vom Pferd auf. Weil wenn er gleich liegt, wirst du sehen, auf der anderen Seite sind die Beine. Und wenn, es ist ein Fluchttier, wenn er hochspringt, macht er als allererstes mit den Beinen. Mhm. Und dann kann es gefährlich werden, das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. Dann nimmst du meine Hand, tippst du ein bisschen auf den Boden und dann einmal am Bein und sag ablegen. Na, genau, jetzt richtig am Bein ablegen. Und tippen, tippen, tippen. Ablegen, gut. Jetzt stützt man ihn hier ein bisschen, dass er nicht glatt ins Umfeld. Also Mensch, kann auch so liegen. Nicht schlecht. Und jetzt machst du die Hand gleich über seinen Hals und sagst flach. Okay, aber ja. Die Gerte bleibt weg? Die kannst du weglassen. Okay. Rechte Hand über den Hals, flach, flach. Einfach nur drüber halten eigentlich so. Gut, jetzt kraul ihn. Oh, jetzt nackt er wieder. Oh. Ja, schön. Wenn man ein bisschen geschwitzt hat im Sand, das ist super. Und was er gerne mag, wenn er im Gesicht krault. Wenn wir schon mal dabei sind. Oh. Du bist toll. Du hattest ja 2013 einen schlimmen Sturz. Kannst du mal erzählen, was da passiert ist? Ja, 2013 bin ich noch im Perspektivkader geritten und hatte eigentlich auch in dem Jahr so ein paar Ziele, die man sich dann so setzt. Und war dann mit meinem, also Humphrey heißt das Pferd, das haben wir auch noch, mit dem bin ich dann geritten, hier zu Hause Geländetraining, eigentlich nichts Wildes, ein paar kleine Sprünge gemacht und auch in den Wald rein. Und dann war meine Mutter noch da und ich habe ihr gesagt, also wenn ich Geländetraining mache, dann ist halt immer einer am Platz auch. Ich so, Mama, ich springe nur noch den einen Baumstamm da und dann in den Wald rein, lasse ich austraben und dann ist für heute Ende. Ne? Das war ein hartes, also nicht hartes Training, aber ein langes Training und dann am Ende habe ich dann einmal noch den Kleinen und dann ist gut. Mhm. Ja, und dann, wie das halt so ist, nur noch einmal den. Meine Eltern sind schon losgefahren mit der Kutsche, mit meinem Bruder zusammen. Die wollten noch eine Kutschtour machen an dem Abend. Und dann bin ich gesprungen mit dem Pferd halt, diesen Baumstamm, auch nichts Großes. Und er ist irgendwie, ist ein bisschen groß abgesprungen, aber das kann ja mal vorkommen, das ist nicht schlimm. Und dann ist er aber wohl irgendwie weggerutscht. Ich weiß nicht warum, er hatte Stollen drin und alles. Und hat sich dann vorne, ist er natürlich hängen geblieben. Und hat, wir haben uns einmal überschlagen, so einen Rotationssturz nennt man das, glaube ich. Und also habe ich jetzt auch gerade wieder vor Augen, wie ich so nur noch diesen Boden sehe und da liege und irgendwie nur ein Pferd neben mir spüre. Und immer nur gedacht habe, hoffentlich trifft mich nichts. Also es war wirklich so dieses klein gemacht. Und ich habe halt so laut geschrien, dass meine Eltern mich dann gehört haben von der Straße. Ja, das war zum mein Glück. Aber ich habe es nicht bewusst gemacht. Ich habe wohl einfach losgeschrien dann. Ne? Aber was so genau und wie das passiert, das kann ich bis heute nicht herleiten, ne? Weil ich einfach gar nicht weiß, woran es jetzt lag. Ich hatte zum Glück eine Airbag-Weste, eine normale Weste. Ich hatte eigentlich das volle Programm und eher auch Geländesocken noch unter den Gamaschen und Stollengurt und. Aber er hat sich wohl auch mit dem Stollen selber den Bauchenteil aufgerissen, also vorne. Nichts Schlimmes, musste aber halt genäht werden in der Klinik. Ja, und ich bin ins Krankenhaus gekommen, bei mir guckte nämlich der Schlüsselbein schon so raus. Also nicht der Knochen an sich, aber man konnte so auf den Knochen draufpacken seitlich, das war nicht so schön. Und ich musste halt irgendwie aus diesen Westen erstmal rauskommen. Ja, und als das dann alles soweit war, hieß es natürlich klar, ich muss operiert werden. Und dann war ich auch in der, also wurde ich operiert, bin dann 3 Tage nicht so richtig wach geworden. Also ich war zwar da, aber ich weiß erstmal nichts mehr und man konnte mit mir auch nicht so viel anfangen an den Tagen. Ja, und Fazit war dann, irgendwann musste ich nochmal operiert werden. Aber in meinem Kopf war totale Sperre, was so feste Sprünge anging. Also vorher hatte ich gar kein Problem. Es war mir egal, wie hoch es war. Ich bin gegengeritten. Muss man ja auch irgendwie in der Vielseitigkeit. Respekt ja, aber keine Angst. Aber ich hatte danach total Angst und das hat nichts mehr gebracht. Und als du dann das erste Mal wieder zum Pferd gekommen bist, mit welchem Gefühl hast du das gemacht? Angst. Also wobei ich muss sagen, nach dem Krankenhausaufenthalt durfte ich ja eh erstmal nicht reiten. Und ich habe dann gesagt, okay, sobald ich wieder kann, irgendwie auch mit irgendwelchen Schienen und auch hier Drähten drin und so, ich gehe da drauf. Ich wollte unbedingt wieder aufs Pferd. Und als ich dann irgendwann wieder durfte und auch die ersten kleinen Sprünge gemacht habe, bin ich halt diesen Baumstamm wieder angeritten. Eigentlich dachte ich so, ja gut, mal gucken, ne? Aber da war so ein Schalter bei mir, klack, und seitdem hatte ich enorm Angst, irgendwie so was Festes anzureiten. Also ich konnte diesen Sprung auch erst nicht springen. Mein Trainer kam dann sogar noch und wir haben das versucht und Papa hat den Sprung kleiner gebaut, obwohl er gar nicht so hoch war, um meinen Kopf halt irgendwie zu überwinden, da wieder drüber zu springen, aber es ging einfach nicht. Also lose, normale Sprünge konnte ich springen, da bin ich auch in dem Jahr dann mein erstes M-Springen noch mit Humphrey geritten. Das waren so schöne Erfahrungen noch und dann bin ich wirklich nur erstmal nur eine L, dann sogar nur eine A-Vielseitigkeit, also in dem Sinne nur, geritten, aber ich bin nicht durchgekommen, weil ich einfach nur gezogen habe und noch einen Galoppsprung mehr und noch dichter, weil ich immer Angst hatte, er springt wieder zu weit ab. Wie hast du dann diese Angst überwunden? Erstmal gar nicht. Also ich habe 1,5 Jahre bin ich komplett gar kein Turnier geritten. Ich habe irgendwie immer mehr die Lust auch verloren in dem Moment und irgendwie
passte es einfach nicht mehr komplett zwischen Humphrey und mir. Und ich habe gesagt, ich möchte ihn nicht verkaufen, ich möchte ihn hier behalten, weil ich glaube, woanders ist kein einfaches Pferd. würde er es nicht lange aushalten und ich wollte nicht, dass er zum Wanderpokal wird. Und ja, und dann bin ich dann zu Walu gekommen. Also so hat sich das dann halt entwickelt, ne? Dass ich dann nochmal neu angefangen habe. Wie sehr hat dir Walu dann auch wieder den Mut zurückgegeben? Am Anfang war ich natürlich erstmal, okay, ich irgendwie neues Kapitel, ich mache jetzt Schluss und fange wieder mit einem jungen Pferd neu an. Aber dann halt einen Dreijährigen, der halt gerade so angeritten ist, war dann schon mal noch eine Hausnummer mehr. Und ich habe mir jetzt erstmal keine Gedanken gemacht, wie es ist, wenn es jetzt noch höher und höher wird beim Springen, sondern für mich waren die Basics da halt erstmal wichtig, ne? Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass die Bodenarbeit mich da wieder hinbringen kann. Jetzt gibt es ja trotzdem Leute, die Bodenarbeit belächeln. Was sagst du denen? Ich war ja selber am Anfang noch gar nicht so 100% von überzeugt, sondern dachte, boah, machst du das jetzt? Oder bist du doch eigentlich bist du doch Turnierreiter, du kannst doch jetzt nicht mit so einem Bodenarbeitskram anfangen. Und heute stehe ich da drüber. Also wer sagt, damit kann er nichts anfangen, sage ich, okay, man kann es nicht allen recht machen und nicht jeder fühlt sich da auch wohl. Das ist ja auch okay, wenn die sagen, die Bodenarbeit ist nichts für mich, ich will einfach nur im Sport reiten. Und gerade auch die, die professionell im Sport reiten, die haben auch ganz ehrlicherweise haben die nicht so viel Zeit, sich so intensiv noch mit dem Pferd auseinanderzusetzen, wie ich es halt mit Walu machen kann. Es gibt ja trotzdem viele Menschen, die das sehr wertschätzen, was du machst. Und es gibt auch eine sehr berühmte Frau aus dem Reitsport, die das sehr gut findet und ein echter Fan von dir ist. Und da haben wir auch noch eine kleine Nachricht okay. an dich. Da bin ich jetzt gespannt. Ingrid, du hast ja jetzt schon mit Lisa zusammengearbeitet. Wie ist denn Lisa so und wie viel Spaß hat es gemacht? Ich glaube, Lisa und ich sind auf der gleichen Wellenlänge. Vor allem, was die Freude mit den Pferden anbelangt. Und es gibt ja so Menschen, da macht es auf Anhieb Klick. Die macht man einfach total gerne leiden und mit denen macht man sehr gerne. Das ist nicht so bekloppt. Das war, glaube ich, bei Lisa und mir gegenseitig auf Anhieb der Fall. Wir waren zusammen beim Wald des Sports. Da hatte ich ja das ganz große Glück, dass ich Walu reiten durfte und die Tage mit ihr da verlebt habe. Das war total schön. Wie ist denn Walu so? Ach, das ist echt ein richtig feines Kerlchen. Er ist von sich überzeugt, das finde ich gut, er weiß, was er will und er macht das alles sehr fein, sehr souverän und ist ein total spannendes, interessantes Pferd. Oh nein, ihr seid schon verklappt. Oh, das ist aber jetzt wirklich, oh Gott, das berührt mich. Wie war es für dich, mit Ingrid so zusammenzuarbeiten? Ich glaube, da waren ziemlich viele Mädels neidisch auf dich. Also Ingrid war für mich immer so das Vorbild. Ne? Also wenn ich bin selber ja auf Vielseitigkeit geritten, auf einem ganz anderen Level als sie. Aber es ist für mich trotzdem so, ja, Ingrid, da habe ich immer hochgeschaut. Und ich dachte mir, ja gut, das werde ich nie erreichen, mit der mal was zusammenzumachen oder so. Wenn man dann, wir hatten mal hier und da eine Autogrammstunde zusammen, da dachte ich schon so, Gott, ich nehme Ingrid Klimke und so. Die gehen doch eh alle zu Ingrid. Und also dann waren wir auf dem Ball des Sports, was sie sagte, und das war so eine tolle Atmosphäre. Also ich war vorher schon bei ihr, wir haben ja auch mal zusammen trainiert und das war auf einmal so wirklich auf einer Ebene. Also es war jetzt so, dass man sagte, okay, ich dachte jetzt, ich kann der doch nicht sagen, wie sie mein Pferd zu reiten hat, weil wenn sie sich draufsetzt, merkt sie das doch bestimmt und sagt mir, was ich ändern muss oder so. Aber das war gar nicht so. Also wir haben super Hand in Hand gearbeitet und es ist eine klasse Frau, also sowohl vor als auch hinter der Kamera. Und das merkt man halt immer erst, wenn man die Leute persönlich kennenlernt und das ist bei ihr absolut klasse. Ist dir das in irgendeiner Form schwer gefallen, Walu in ihre Hände zu geben? Nein. Also ich bin sehr pingelig mit Walu, das muss ich schon sagen. Also ich habe wenige Leute, wo ich sage, ja, setz dich mal drauf. Aber bei Ingrid hatte ich absolut gar kein schlechtes Gefühl. Also die ist auch ohne Trense und frei. Ich habe ihr das gezeigt, auch ja so und so. Und die hatte auch keine Angst. Das ist ja das Schöne. Die hat einfach gemacht und das war total toll. Also die Zeit ist da verflogen wie im Nu. Aber krass, dass sie so eine Nachricht schickt. Das ist echt schön. Wie geht's denn jetzt bei dir weiter mit den Shows? Was hast du da geplant? Ja, wir haben eigentlich ja schon etwas eher eine neue Show wieder planen wollen. Wir sind auch dabei. Aber ja, durch die Gegebenheiten mit der letzten Zeit hat sich das natürlich auch bei uns alles ein bisschen verschoben. Aber es ist eine neue Show in Planung. Was darfst du uns denn vielleicht schon verraten? Also was ich verraten kann, ist, dass planmäßig, falls alles so bleibt, das ist ja bei uns oft noch mal ein Hin und Her, soll es ein bisschen mehr in die Richtung Vielseitigkeit gehen. Also ein bisschen mehr den Geländepart hervorheben. Wir schauen mal, ein paar andere Sprünge und schöne Musik, wir schauen mal. Vielen lieben Dank, Lisa. Es war so cool bei dir. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald nicht mehr vorm Teich, sondern wieder in den größten Reithallen oder auf den größten Plätzen wieder.
Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch das nächste Mal auch wieder rein bei Zu Gast bei. Da sehen wir dann Sammy Rothenberger.